wir fahren jetzt bis in den Land von Drachenlord. Hallo ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wir kennen euch ja schon Sander, Captain America, Justus König, der andere YouTuber aus Würzburg. Wir fahren mit dem Alex-BMW, das war ein 3er-BMW, ein 90er, Facelift, Ember-Kit, Allrad, Alcantara-Leder, X-Drive, 2 Liter Turbo-Diesel, 190 PS, Baujahr 2010, Limousine. Dann mal zum, wir sind gerade in Drachenlord an Enskirchen vorbeigefahren, also wir fahren Enskirchen, wenn wir sind ja, ein paar Karls zum Oldtimer treffen. Langenten. Ja, das Wetter ist so nicht marsch. Manchmal regnet es, manchmal nicht. Also schon vor mal Regenpause, es wird Regen, es wird Regenpause. Also ich habe auch schon bei Oldtimer Gegend gefahren gesehen, von Kitzingen aus, von nach Enzem. Also in Kitzingen Straßen waren frei. Nur bei einem, da ich glaube das Hotel oder Drachenlord zu sehen war oder war. Da hat es immer so Beschwerden gegeben, dass es ganz teuer war. Dann weiter vorne, wo die Polizei ist, also, so, wo der schiefe Turm ist, da hat ein Auto, ein SUV, eine Ampel gerammt, also umgeniedert. Ja, da ist die Feuerwehr. Und bei den Ethica, E-Center, da stehen die ganzen Feuerwehr und THW Leute mit ihren Fahrzeugen auf ihrer Bereitschaft. Nach 600 Metern links abbiegen. Ja, und in Baden-Neustadt an der Aisch, Neustadt an der Aisch, ist eine Kirmes, habe ich gesehen, und die ist nicht gerade klein, also ja, ist gerade nicht klein. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Jetzt schiffst du wieder mehr. Das hat das auch so lala. Oh lala. Rechts abbiegen. Olle. Rechts. Lange sind. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Ja, man hat gesehen, viele Becher sind übergetreten. Alles schaut aus wie kleine Flüsse, aber Straßen waren die Landstraße von Kitzingen bis jetzt hierher. Waren alles frei. Keine bestimmte Straße. Weißt du, das ist halt, wenn der Acker fährt, nehmen wir mal vor, sie fahren. Wir haben ein Allrad, das ist alles. Oder sicherlich ein Sportpilotenreifen. Ich habe Rennstein dabei. Ich habe ja gesagt, ich fahre jetzt nach Langenzenn. Hab ich letztes Haus vergessen und Langenzenn. Also, die Fahrt war Regen, jetzt habe ich mehr Regen. Scheiße. In Bad Neustadt. Neustadt an der Aisch, kein Regen. Es ist wieder ein Regen von drinnen. Alter. Naja, wenn nichts ist, kann ich zurückfahren und fahre ich lieber zu der Kirmes. Nach Neustadt an der Aisch. Ich muss dann Papa finden und dann kann ich abgehen. Ja, wenn es so ein Wetter fahre ich bestimmt schnell. Gemütlich! Da ein Oldtimer! E30er! Vorgänger von E30er! Ich war von Weihnachts auch schon E30er. Also sind noch welche da! Sind bei der Zeit weg. Da sind wir gleich im langen Senden. Da war ich schon das beschwisterte Mal dort. Weil es ist echt schönes Oldtimer-Treffen, aber wenn das scheiß wird, ist es halt scheiße. Und das ist dann scheiße. Wie es bei der Scheiße ist. Ich hab ja gehofft, dass hier kein Regen ist. Ja, ich hab Regen schon dabei. Herzlich willkommen in Langenzenn. Greifswald Stadt. Langenzenn, Greifswald. Da war doch in der Nähe. Von Nürnberg sind wir nur 80 Kilometer von uns entfernt. 80 ungefähr. Das läuft nach 400 Metern nach links abbiegen, um auf Würzburger Straße zu bleiben. Ja, wir müssen gerade ausfahren.
Da kommt dann. Hier habe ich schon mal Dampflok gefilmt, alte Dampflok. Und fand ich so wie immer sowas. Jetzt wird es so lustig. Nach links abbiegen, um auf Würzburger Straße zu bleiben. Da ist jemand der Edeka, da kann man fahren. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo das Oldtimer dran genau wieder ist. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ich war schon lange mal hier. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf obere Ringstraße. Ich finde, was ist eigentlich von Oldtimers? Kannst ja überfahren. Rechts abbiegen auf obere Ringstraße. Das war hin, hier immer das Oldtimer Treffen, da wohl hier. Will nur gucken, was da ist. Nach 300 Metern nach links abbiegen, um auf obere Ringstraße zu bleiben. Einfach so gleich hinzugehen, wenn hier voll Regen ist. Bleiben, dann erreichst du das Ziel. Ja, das war nicht das Hauptziel. Ich weiß gar nicht, wo das Oldtimer-Treffen ist. Ja, genau. Wo ist das heute machen? Weiß ich nicht. Nee, ich weiß es nicht. Du hast das Ziel erreicht. Na. Entschuldigung, in welche Richtung ist euch Oldtimer treffen? Oldtimer treffen. Ja? Das ist, wenn Sie sind gerade am Schreibers Torberg vorbeigefahren. Was ist das? Also quasi. Bei der Kirche, oder? Ja, genau. Wenn Sie jetzt hier umdrehen und wieder da hochfahren, ja. Die nächste rechts runter, ja. Und dann rechts ist die Altstadt, da ist das Oldtimer treffen. Okay, danke. Auf deiner Route kann es aus folgendem Grund zu Störungen kommen. Süddeutschland, Überschwemmungen. Ja. Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Schreibers Torberg. Rechts abbiegen auf Schreibers Torberg, dann links abbiegen auf Hindenburgstraße. Der Absacht, oder? Erst gewesen. Links abbiegen auf Schäfersburg, dann links abbiegen auf Flurstraße. Straße, dann rechts abbiegen auf untere Ringstraße. Okay. Ja, das ist mal komisch. Rechts abbiegen auf untere Ringstraße, dann links abbiegen auf Friedrich-Ebert-Straße. Gut, sind wir halt. Den Kreis gefahren. Gut. Sehr gut. Links abbiegen auf Friedrich-Ebert-Straße. Links. Nach 200 Metern links abbiegen auf Prinzregentenplatz. Ja, es ist Oldtimer. Da brauchst du ein Parkplatz.
Minuten auf Prinzregentenplatz, dann erreichst du das Ziel. Nach 200 Metern geradeaus auf an der Bleiche. Werktags. Auf 2 bis 5 Stunden. Gut, ist er da. Nur gestern Ausstellung. So, sind wir im Auto drin. Oh. Auf deiner Route kann es aus folgendem Grund zu Störungen kommen. Süddeutschland, Überschwemmungen. Welche Richtung jetzt? Links. Oder? Ich weiß nicht. Nach 100 Metern geradeaus auf an der Bleiche. Ja, wo jetzt hin? Geradeaus auf an der Bleiche. Okay, wenn du es sagst, geradeaus. Ja, jetzt hast du. Ja, hier. Das Bild hat das hier anders gezeigt. Da muss man aufpassen. Und was hat sie so? Beim Kader zeigt sie andersrum. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Würzburger Straße. Aber jetzt gucke ich noch mal schnell was nach. Ja, genau. Gucken wir noch mal kurz nach. Weiterfährst. Ja, und einfach rauf. Meine Spitze. Nichts vergessen, alles gut. Ah ja, bei deiner mein LKW-Treffen hat einer geschrieben mit bei 0,47 was. Wird gespottet oder sowas wie gelästert? Nein, gar nichts. Da geht was um bewahrtes. Bewahrtes Gespräch, was man nicht. Ja, wenn was Bewahrtes reden wollen, dann mache ich ein Handy aus. Muss jetzt ausmachen. Meinst du gar nichts alles an, oder? Bewahrtgespräche. Also über einen lustigeren Spotten tut man dem jetzt nicht. Wir müssen alle respektieren. Alle. Jeder ist nur Mensch, jeder macht Fehler, alles und keiner ist perfekt. Da habe ich damals, ich erstmal hier war, beim Olda-Treffen, diesen Dampf, historischen Dampf zu gefilmt. Das war geil. Genau hier. Da habe ich Gefühl auf die Leute gesagt, kommt doch irgendwas, hab ich abgestellt, oh, war sie kommen, Dampfzug, allem gefilmt, das war eine historische Jubiläumsfahrt oder so. Hatte dann so Wetter auch kein Bock. Also, es war ja wie gewöhnt, ne? Hatte jetzt keine Lust gehabt zu gehen wegen Angstregen. Deswegen war ich allein unterwegs. Weil ich habe gesagt, ja, wenn es eigentlich habe Regenschirm auch dabei. Und wenn es so eigentlich regnet, dann warte ich im Auto, bis es wieder trocken ist. Ja.
Ja, welcher bewegt das halt nicht? Dann sage ich, okay, ist kein Problem, ich alleine. Hab so gefragt, aber hab keine Gold, also fahre ich alleine. Selbstfahrt immer gefragt, das fahren immer Leute. Überflutung geben. In Pfaffenhofen in Oberbayern ist ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz mit einem Schlauchboot gekentert und ums Leben gekommen. Deutschland und die Welt. Jeder und jede in Deutschland sollte sich klar gegen Hass und Gewalt positionieren. Dazu hat Kanzler Scholz am 5. Jahrestag des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke aufgerufen. Der war von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Wir alle sind gefordert, sagte Scholz. Ich mach fertig aus. Bundesarbeitsminister Heil sitzt an einer neuen Rentenreform. Das hat er der Bild-Zeitung gesagt. Der Plan mit einem. Danke fürs Zuschauen, einschalten, werden zum Video. Ciao, ciao, goodbye, just over and out. Klicken, liken, abonnieren. Bye.